Ja, mein Name ist Jörg Riemer, Wehrleiter der Feuerwehr der Stadt Idar-Oberstein. Ja, wir sind hier in der Gemarkung Dickesbach bzw. Sonnenhöfe oberhalb vom Stadtteil Weierbach in Idar-Oberstein. Hier wurde gemeldet ein Flächenbrand groß, der über eine Fläche von 300 x 500 Meter sich ausdehnte. Ja, hier vor Ort haben wir ein brennendes Stoppelfeld vorgefunden. Wie gesagt, die Flammen ca. 1 bis 1,50 Meter hoch, laufend über das Feld halt, Richtung Wald. Eine sehr starke Rauchsäule, die schon kilometerweit zu sehen war. Ja, die Einsatzkräfte haben natürlich schnell reagiert und sind von der anderen Seite angefahren, sodass wir das Feuer vor dem Wald noch einfangen konnten. An 3, 4 Stellen ist es in den Wald hineingelaufen, aber das konnten wir auch sehr schnell unter Kontrolle bringen. Ja, die Wasserversorgung hier ist natürlich schwierig, weil wir außerhalb der Ortschaften sind, mussten wir sehr viele Tanklöschfahrzeuge anfordern und im Pendelverkehr das Wasser hier beifahren. Ja, die AB Wasser, also AB Wassertank, führen 8000 Liter Wasser mit sich. Ja, wir werden jetzt systematisch das ganze Waldstück bis 20 Meter in den Wald komplett nass machen, damit wir keine weiteren Gefahr mehr haben. Hier im Einsatz sind derzeit 120 Feuerwehreinsatzkräfte aus der Stadt Idar-Oberstein, die Feuerwachen 1, 3 und 4, die Verbandsgemeinde Herrstein, die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Baumholder und Birkenfeld sowie Kirnerland.